Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um meinen Wochenabschluss 4 im Juni und ich kann nur ein Wort sagen: Katastrophe. Obwohl, ich möchte am liebsten drei sagen: Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Also, es lief bei mir wirklich sehr, sehr schlecht. Und trotz, dass ich Einnahmen habe, werden wir halt das erste Mal, glaube ich, seit, ich weiß nicht, vielleicht meine ersten ein, zwei Videos. Ansonsten gab es bei mir immer Sparspiele oder Spar-Challenges. Dieses Mal nicht. Und warum das so ist, erfahrt ihr während des ganzen Videos. Ich fange einfach mal bei den Fixkosten an. Also, Vivid hat ja zum letzten Mal bei mir abgebucht. Diese 10 Euro. Und ja, dann kommen wir zu meinen Ausgaben. Und ich glaube, das waren gar nicht so viele im Endeffekt. Nur leider hatte ich einfach, also ja, kaum noch Geld. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass wir leider keine Sparspiele spielen können, denn wir sind noch in der ein oder anderen Kategorie auch noch ins Minus gekommen. Gut, fangen wir mal an. Bei den Lebensmitteln. Ich habe das jetzt so gemacht. Also, ich habe hier diese 23,47 habe ich beim Edeka ausgegeben. Allerdings habe ich da natürlich nicht mit Vivid bezahlt, sondern halt mit meiner normalen Karte, denn der Betrag war letztendlich höher. Aber ich kann ja hier nicht ins Minus gehen. Deswegen habe ich das jetzt so aufgeschrieben. Der restliche Betrag davon waren 13 Euro und 39 Cent. Also ich schreibe hier nochmal Edeka. Und dann war ich auch noch mal für 23,47 beim Aldi. Und das können wir mal eben die Zwischensumme ausrechnen. Also ich hatte noch 22 Euro minus die 13,39. Da hatte ich noch 8,61 Euro. Und dann minus die 23,47 sind wir bei 14,86 Euro. Das wäre schön. Nein, ich hatte keine Einnahme natürlich, sondern ich muss den Rotstift benutzen. Also 14,86. Ja. Na gut, was soll ich sagen? Wir brauchten einfach noch ein bisschen was. Und ich habe einfach schlecht gehaushaltet. So, dann geht es weiter mit Auswärtsessen. Da hatte ich auch noch eine Ausgabe. Und zwar, entschuldigt, mein Hund bellt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, inwieweit man das hört. Aber er hat irgendwas entdeckt, was wohl da nicht hingehört, seiner Meinung nach. Und zwar haben wir 16 Euro ausgegeben und waren in unserem Hofcafé, sag ich mal. Und das heißt, wir sind hier mit 9 Euro in Minus. So, und dann hatten wir noch eine Ausgabe. Hier nicht, beim Tanken. Und zwar habe ich für insgesamt 72,98 Euro getankt, sodass ich genau 10 Euro noch übrig habe. Und hier habe ich tatsächlich den ganzen Monat kein Geld ausgegeben. So, und dann schauen wir mal insgesamt. Also ihr seht, insgesamt habe ich gar nicht so viel Geld ausgegeben, aber es hat sich einfach so summiert mit dem, dass ich einfach im letzten Monat nicht viele Zusatzeinnahmen hatte, dass ich im Endeffekt, ich habe ja meinen Monatsabschluss schon vorbereitet, deswegen weiß ich das ja auch und ich kenne ja auch meinen Kontostand, dass ich einfach im Minus bin. Tja, was soll ich sagen? Also, schauen wir jetzt einfach mal, wie viel Geld habe ich eigentlich insgesamt ausgegeben? Also, das waren ja einmal diese 23,47 plus die 13,39 plus 23,47 plus 16 plus 72,48. Also 149 Euro hier
149,31 €. Wir schauen noch mal eben in mein Bein da rein, ob ich auch alles rausgenommen habe. Ich meine schon, wir nehmen jetzt natürlich diese 20 € hier raus, die da noch drin sind. Allerdings können wir die leider nicht verspielen, denn die müssen zurück. Hier ist Sonstiges. Oh, das ist auch verkehrt rum. Das nehmen wir mal eben kurz raus. Denn das muss zurück auf meine Bank. So. Schwupp. Luxus ist leer, Freizeit ist leer, Auswärtsessen ist leer, Molly ist leer. Ja. Und das, wie gesagt, das, also ich bringe das nicht zur Bank. Also ich nehme das einfach für das Cash-Stuffing. Denn ich mache gleich im Anschluss noch, entweder jetzt oder morgen, meinen Monatsabschluss, da ich mein Gehalt, ich vermute mal morgen oder allerspätestens Donnerstag bekomme und ich vorher kein Geld mehr ausgebe, weil ich habe ja jetzt alles nochmal eingekauft. Demnach müsste das eigentlich bis Donnerstag reichen. Und deswegen mache ich auch meinen Monatsabschluss im Anschluss. Und ja, macht es keinen Sinn, jetzt das Geld einzuzahlen und dann morgen oder übermorgen wieder abzubuchen. Das wäre nun wirklich Quatsch. Gut, also das haben wir gemacht. Dann hatte ich allerdings noch Ausgaben in den Spartöpfen 2. Dann packe ich das mal eben beiseite. Nee, wir können auch mal eben kurz meine Einnahmen machen. Oh, dieser Hund. Ich weiß nicht, der kläfft die ganze Zeit nicht. Aber dann natürlich, wenn ich mein Video mache. Dann nehmen wir mal hier das Datum von heute. Und heute ist der 27.06. Und zwar habe ich, ich hatte ja bei Vivid, also ich hatte ja Vivid relativ lange und da hat sich auch wieder so ein bisschen was angespart. Und da ich vermutlich keine, ja, kein Payback mehr bekomme, habe ich gedacht, ich zahle mir das aus. Und das waren stolze 18,78 Euro. Aber ihr seht, wenn der monatliche Beitrag bei 10 € liegt, macht das einfach für mich keinen Sinn, denn ich habe das hauptsächlich wegen dem Payback gemacht, nicht wegen den ganzen ja, kleinen Konten, Unterkonten, sage ich mal. Wobei ich das echt toll und praktisch finde. Vielleicht mache ich es auch irgendwann wieder, aber im Moment habe ich mich halt dagegen entschlossen. Also ich behalte Vivid weiterhin natürlich, aber halt nicht die Prime-Version. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was im Lotto gewonnen. Ihr wisst ja, ich spiele zusammen mit meiner Schwiegermutter, wir haben da so einen Systemtipp. Und ja, ab und zu gewinne ich dann halt meine Kleinigkeit. Und das waren 15,93 €. Und nochmal einmal, ich hatte ja für unseren Hund Höschen gekauft, weil sie ja läufig war, mit denen ich auch sehr zufrieden bin. Ich habe aber zwei verschiedene Pakete genommen und einmal waren die einfach zu klein. Wir haben einen sehr großen Hund und ja, die waren einfach zu klein. Deswegen habe ich die zurückgeschickt und habe hier 23,47 € zurückbekommen für die Höschen. Genau, das waren insgesamt 58,18 €. Vielleicht mache ich das nächstes Mal auch irgendwie so, dass ich hier eine zweite Spalte noch mache. Das könnte ich eigentlich machen, wo man hier den Betrag sieht und hier sieht, wie sich das summiert. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. Genau, also das waren meine Einnahmen. Das Zusammenrechnen, das machen wir alles beim Monatsabschluss. Dann zeige ich euch nochmal eben meine Ausgaben in den Spartöpfen 2. Und dann war es das schon. Da wir ja keine Challenges machen. Also ich habe auch lange überlegt, wie ich das mache, ob ich halt trotzdem mit euch Sparspiele mache, aber für mich macht das wirklich keinen Sinn, weil ich sonst ins Minus gehe. Und ich meine, das ist ja nun nicht Sinn der Sache. Also meiner Meinung nach. So, also, ihr seht das auch, meine Spartöpfe 2. Oh Mann, das sieht so schlimm aus im Moment. Ich muss mich wirklich mehr zusammenreißen. 0 €, 50 €, 0 €. Geschenke. Da hatte ich die erste Ausgabe. Und zwar, wir nehmen mal das Datum vom 24. War mein Sohn zum Geburtstag eingeladen. Und bei uns in der Nähe gibt es ein, ja, wir waren halt in der Nähe und haben das Geschenk geholt. Das war bei Stackmann und ich hatte noch einen Gutschein von Stackmann. Sehr, sehr schön. Und
Deswegen musste ich nur noch 8,04 € dazu bezahlen. Wir runden auf 9 €. Das heißt, hier sind hinterher noch 51 € drin. Und das fand ich richtig, richtig gut. Da konnte ich halt ein bisschen sparen. Und trotzdem hat derjenige ein tolles Geschenk bekommen. Also, wir gucken mal. Sohnemann 0, Molly die 50. Also, ist echt schlimm. Ich glaube, so niedrig waren sie höchstens mal am Anfang. Also, wirklich schlimm. Und wir haben tatsächlich noch. Ah, doch, wir können ja dann eine Challenge, ein Sparspiel spielen. Und zwar meine Kleingeld-Challenge. Das können wir doch machen. Guckt, also. Ein Spiel können wir machen. Hier sind jetzt noch 51 € drin. Das packen wir gleich in meine Spar-Challenge. Sehr gut. So, das schiebe ich mal eben daneben, denn ich hatte noch weitere Ausgaben. Und zwar Urlaub und Ausflüge. Ich habe letztes Mal ja schon 50 € ausgegeben für das Aufladen von einer Karte. Und jetzt waren wir aber in einem anderen Schwimmbad. Ich nehme mal hier auch den 24.06. Und da habe ich das auch aufgeladen, also aber diesmal nur 25 € und da musste man noch, ach so, 27,50, das heißt, ich runde hier auf 28 € und 2,50 € musste man für die Karte bezahlen. Also und dadurch bekommt man halt 8% jedes Mal. Hätte ich jetzt 75 €, dann hätte ich glaube, es waren 10 oder 12%, aber ich wollte jetzt nicht so viel Geld von meinem Urlaubsgeld halt dafür ausgeben. Deswegen, ja, dann sind das 7, 3, also 157 €. Genau. Und da können wir, ach so, wir können da ja, ich denke gerade nicht nach, entschuldigt, mein Urlaubsgeld liegt bei Vivid. Und da können wir das Kleingeld nicht rausnehmen. Deswegen machen wir hier die Originalsumme. So, dann müsste es ja stimmen, ne? Das sind 8. Und da müsste es stimmen. Genau. Und ich glaube, ich hatte noch eine Ausgabe. Kleidung und bei 0. Gut, das kennt man ja bei mir. Und zwar im Beauty. Ich war beim Friseur und also meinen Sohn habe ich die Haare ratzekurz schneiden lassen. Und bei mir selber haben sie die Augenbrauen gezupft. Ich kann das immer nicht so gut alleine. Und da ich ja sonst nicht so viel Geld hatte, habe ich gedacht, nehme ich das doch einfach daraus. Also 25. 6. Ich nehme immer ein Beispiel. Ich glaube, eigentlich waren wir gestern, das war der 26., ne? So, 26.6. für 25 €. Das heißt, hier sind noch 5 € drinnen. Ja, also wenn ihr Lust habt, schreibt gerne mal rein, wie euer Monat verlaufen ist, ob der auch so katastrophal war wie meiner. Also Beauty, 5 € sind noch da und hier sind bald mehr leere Umschläge als volle. Ach Gott, aber ich freue mich, wir können doch ein Sparspiel machen. Meine Kleingeld-Challenge. Yay. Also habe ich am Anfang volle übertrieben, als ich gesagt habe, wir spielen heute nichts. Das habe ich tatsächlich vergessen. Also, wir haben hier 50, 70, 90, 96 Cent. Und das Allerschlimmste ist, normalerweise, wenn wir den Monatsabschluss machen, dann packe ich ja immer das restliche Kleingeld hier rein. Und das sind ja normalerweise mehrere Euros. Ihr seht das hier, 12,28 €, 10,50 €, 11,75 €, 15 €. Und dieses Mal kommt hier gar nichts rein. Also, ja. Also ich werde mich wirklich im nächsten Monat wirklich versuchen, mehr einzuschränken, nicht immer gleich in der ersten Woche bei den Lebensmitteln 180 € auszugeben, weil natürlich wird das Geld dann knapp, wenn man nur 400 € hat. Also ja. Naja, was soll ich sagen? Das war wirklich kein Vorbildmonat. Aber auch Sonnenmonate gibt es und ja, ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie. So ist es nun mal. Und ich denke, dann muss man auch dazu stehen. Gut, ihr Lieben, ich freue mich, euch bei meinem Monatsabschluss wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ich hoffe, euer Monat läuft besser als meiner. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüssi.